Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich solche Kühlschränke, Kühlboxen, das ist eine Wemo 47er Tröck oder T, das mit Auszug. Ich habe auch Kühlboxen, Kühlaggregate, Solarpanel und was der Gucker will. Und ich mache mir so Schilder. Teilweise sage ich in den Videos, ja, so eine Box kostet dann knappe 800 Euro oder Franken, weil wir haben immer noch 1:1, noch, weil wir wissen ja nicht, was der Euro macht oder der Franken macht oder umgekehrt. Jetzt guckt ihr ein Video, ich mache seit 2016 Videos, so ein bisschen und immer ein bisschen mehr, und da zeige ich diese Videos mit diesen Preisen. Und jetzt gibt es Leute, die schauen sich irgendwie ein 2- oder 3- oder 4-jähriges Video an, was ja immer noch aktuell ist. Das Produkt ist immer noch das gleiche, aber dieser Preis ist ein anderer, weder heute oder nächsten Monat. Dann sind die entsetzt, dass in diesem Video ein anderer Preis genannt wurde. Ja, es ist so. Und ich sag, dieser Preis hier, der ist jetzt, heute, gültig. Wenn ich das Video aufnehme, das Video kommt vielleicht erst morgen oder nächste Woche, das ist nicht so ein tagesaktuelles Video, weil diese Box, die bauen wir, oder dieser Schrank, den bauen wir schon seit 10 Jahren. Den werden wir auch nächstes Jahr noch haben. Aber was wir nächstes Jahr für Energiepreise haben oder sonst Preise, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ab April gibt es eine neue Preisliste und die ist sicher nicht tiefer. Und ich zeige euch jetzt das Video hier jetzt diesen Monat mit diesem Preis, der heute jetzt gültig ist. Punkt. Also schreibt mir nicht, dass irgendwie ein Video der falsche Preis ist. Schaut doch unten beim Video, wann das hochgeladen wurde. Da soll ich jetzt alle Videos löschen, die ich mal vor 2 Jahren hochgeladen habe? Ja, das soll es gewesen sein zu den Preisschildern oder den Preisen, die ich nenne bei meinen Videos. Weil, was interessiert die Leute? Die Größe? Dann noch irgendwas anderes und dann kommt gerade der Preis. Punkt. Dann kommt die Lieferfrist. Mittlerweile ein Thema, wir können ziemlich viel liefern, wir haben massiv Lagerbestände, aber der Preis ist dann nächsten Monat nicht mehr gültig. Ja, das soll es gewesen sein vom Preisvideo und ich wünsche euch, hier mache ich einen Link zu diesem Kühlbox, aber Achtung, ein alter Preis. Und wünsche euch einen schönen Tag.